Und jetzt kann es losgehen. Schönen guten Tag, mein Name ist Hans-Joachim Ernst. Ich bin erster Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes. Und am heutigen Tag feiern wir auf unserer Naturschutzstation den Tag in der Natur. Wir haben viele Honorarkräfte gewonnen, die Fachleute sind, die uns unterstützen, wo man sich mit kleinen Gruppen mit den Fachleuten zusammensetzen kann oder zusammen über den Haneberg laufen kann und wo dann alles Mögliche erklärt wird, sei es Spinnen, sei es Vögel oder anderes Getier und auch Pflanzen. Zu meiner Rechten habe ich die Frau Kühn, ist die Projektleiterin in der Naturschutzstation, und zu meiner Linken habe ich Frau Beutmann, die ist auch Projektleiterin in unserer Station. Und die haben vorhin einen Vortrag von ganz exquisiter Qualität gehalten, wo man die Natur im Haneberg einfach besser kennenlernen kann. Ja, genau. Also das Besondere bei einem Tag in der Natur ist, dass wir uns verschiedene Artgruppen rausgesucht haben, die hier am Haneberg vorkommen. Und wie Herr Ernst auch schon meinte, das Experten vorstellen. Wir haben vorher Kurzvorträge über die einzelnen Artgruppen gehalten, damit sich die Besucher auch ein besseres Bild machen können, wo sie dann letztendlich mitlaufen wollen und dann hoffentlich auch die Tiere live und in echt einmal sehen können. Wir haben für die einzelnen Artgruppen Plakate vorbereitet. So, ja, geht es heute um echte Spinnen, es geht um Tagfalter. Auch um die Flora, da ganz speziell die Wildkräuter, die Honigbiene auch gerade ganz, ganz wichtig. In Berlin boomt es ja gerade, was die Honigbiene angeht. Da haben wir zwei Experten da, die mehr erzählen werden. Hier löst sich gerade das Plakat einmal auf. Käfer sind auch mit dabei und Reptilien und Amphibien. Ja, vor allem die Zauneidechse, die hier am Haneberg doch vermehrt auch vorkommen. Ja, genau. Mein Name ist Janina Breutmann. Ich bin zusammen mit Frau Kühn Projektleitung an der Naturschutzstation Haneberg. Was treiben wir hier eigentlich? Die Station gibt es seit 2015 und Träger ist der Landschaftspflegeverband Spandau. Und wir wollen Umweltbildung für alle Generationen machen. Das Motto unserer Arbeit ist Natur erleben mit allen Sinnen. Und wir haben ein ganz vielfältiges Programm. Wir wollen Theorie und Praxis verbinden. Also zu uns kommen Schulklassen, Kitas, Studenten, die hier einen Lernort außerhalb geschlossener Räume finden und Natur erleben können. Wir haben Führungen mit Experten für Gruppen, aber auch öffentliche Führungen. Und eine Naturspielgruppe haben wir jetzt neu eingerichtet. Wir versuchen auch einen Zugang zur Natur zu finden über kulturelle Angebote und Kunst. Wir sind jetzt offiziell auch Außenstelle der Jungen Kunstschule, bieten da Workshops in Zusammenarbeit an für Schulklassen. Wir haben mit der Jugendtheaterwerkstatt letztes Jahr tolle Projekte gehabt und hatten auch die Oper im Schafstall zu Gast. Wir haben einen Märchenerzähler, der Märchenwanderungen durchführt, und eine Kinderbuchautorin, die über die Ziege Clara liest. Und auch Bewegung, Natur in Bewegung erleben kann man bei uns. Wir bieten Yogakurse an, Wanderungen in der Landschaft und zusätzlich auch noch achtsames Gehen oder ganz unterschiedliche Sachen. Schauen Sie einfach auf unsere Internetseite oder kommen Sie bei uns vorbei. Geöffnet haben wir immer donnerstags und freitags. Je nach Jahreszeit sind die Öffnungszeiten angepasst. Und dann haben wir auch am Wochenende ab und zu Veranstaltungen. Also kommen Sie vorbei, rufen Sie uns an und lernen Sie hier den Haneberg mit seiner tollen Natur, den Schutzgebieten und über 900 Tier- und Pflanzenarten kennen.